Guten Abend und herzlich willkommen hier zu unserem Mediengespräch nach unserem Rückspiel im Achtelfinale der UEFA Champions League. Heute Abend gegen Galatasaray Istanbul mit unserem Cheftrainer Jens Keller. İyi akşamlar. Jens Keller'in basın toplantısına hoş geldiniz. Okay. Herr Keller, dann Ihr Kommentar zu schön. Ja, wir sind natürlich sehr, sehr enttäuscht hier über das Ausscheiden. Ich glaube, wir haben das Spiel heute in der ersten Halbzeit verloren. In der ersten Halbzeit haben wir wieder sehr viele Dinge vermissen lassen, die wir in den letzten Spielen sehr, sehr gut gemacht haben. Da sind wir wieder nach hinten gewichen, sind nicht aggressiv draufgegangen, haben nicht vorgeschoben, haben die Spieler von Galatasaray nicht richtig angelaufen. Und ja, dann machen wir das glückliche Tor und nichtsdestotrotz hat uns das keine Sicherheit gegeben. Und wenn man dann dadurch sieht, wie wir die zweite Halbzeit wieder gespielt haben, genauso wie wir die letzten Wochen gespielt haben, dann ist es natürlich ärgerlich, dass wir das nicht in der ersten Halbzeit schon auf den Platz bekommen haben. Und ich denke, wenn man alle vier Halbzeiten zusammennimmt, sind wir sehr, sehr unglücklich ausgeschieden. Und was ich ganz, ganz selten mache, ich bin natürlich heute auch nicht sehr zufrieden mit der Schiedsrichterleistung. Ich glaube, da waren sehr, sehr viele Entscheidungen, die nicht optimal für uns waren. Ich glaube nicht, dass bei dem ersten Tor, wo wir kriegen, Gegentor, ein Foulspiel an unserem Spieler war, sondern gerade das Gegenteil. Ich glaube auch, dass wir in der zweiten Halbzeit einen Elfmeter bekommen müssen. Aber das bringt uns alles nichts. Wie gesagt, die Enttäuschung ist sehr, sehr groß. Aber nichtsdestotrotz hat die Mannschaft dann in der zweiten Halbzeit wieder das Gesicht gezeigt, wie wir die letzten Wochen gespielt und gefeitet haben. Und das nehmen wir dann doch mit aus dem Spiel für die nächsten Wochen. Danke. Kaybettiğimiz maç için tabii ki çok üzgünüm. Çok büyük hayal kırıklığına uğradık. Bütün karşılaştırmaları iki maçı da alırsak, ikisinin toplamını alırsak, dört yarıda oynadığımız maçlarda sonuçta tabii ki hak etmeden tur dışı kaldığımızı düşünüyorum. Geçen haftalarda oynadığımız agresif futbolumuzu bu hafta gösteremedik. Maçı ilk yarıda kaybettiğimizi düşünüyorum. Ben ki bugüne kadar hiçbir şekilde bir hakem eleştirmem. Hakemin bugünkü çaldığı maçtan da hiç hoşnut değilim. Ki ilk golde, atılan ilk golde bize bir faul olduğunu ben düşünüyorum. Tam tersini değil. Onun haricinde ilk yarıda maçı kaybettik dedim ve ikinci yarıda tekrar kendi oyunumuzu bulduk. Agresif futbol oynamaya başladık, önde basmaya başladık, daha iyi kontrol etmeye başladık. Buna rağmen maçı kazanmasını bilemedik ve tabii ki çok büyük hayal kırıklığına uğradık. Vielen Dank Jens. Die erste Frage an Jens Keller hier vorne, Peter Müller. Herr Keller, ist es zu früh oder haben Sie schon eine Erklärung dafür, warum das passiert ist in der ersten Halbzeit? Denn Sie haben ja gestern schon gesagt, ich möchte, dass diese Mannschaft sich nicht zurückhält, sondern aggressiv draufgeht und gleich von Beginn an so spielt wie gegen Dortmund. Und dann passiert es eben doch. Also irgendwas passiert ja in den Köpfen der Spieler. Ja, wenn ich das wüsste, wie gesagt, ich habe die schon so eingestellt, dass wir genau so wieder aggressiv draufgehen und dass wir uns nicht zurückziehen. Das habe ich ja gestern in der Pressekonferenz gesagt und das war schon unser Vorhaben. Aber wir haben es in der ersten Halbzeit überhaupt nicht auf den Platz gekriegt. Jeder hat vielleicht gemeint, es geht mit 5% weniger. Und ja, und es funktioniert halt nicht gegen eine Mannschaft wie Galatasaray. Aber wir dürfen doch auch wieder in der ganzen Situation nicht vergessen, dass das Personal, wo wir zur Verfügung haben, natürlich auch nicht optimal ist gegen so einen starken Gegner. Wir hatten keine großen Möglichkeiten mehr nachzulegen, auch in der Offensive. Und ja, aber trotzdem darf so eine Einstellung und so eine erste Halbzeit, dachte ich eigentlich nicht, dass wir so wieder so zurückfallen. Aber wie gesagt, dann die zweite Halbzeit war ich schon wieder von der Mannschaft sehr beeindruckt, wie sie sich zurückgefeitet hat. Vor allem nach so einer ersten Halbzeit ist es ja nicht selbstverständlich, dass die Mannschaft aus der Kabine rauskommt und nochmal so 45 Minuten ablegt und ich denke, mit ein bisschen Glück hätten wir das Spiel auch noch drehen können. Aber wenn und aber sind immer schlechte Ratgeber. Sorular. Türk basından sorular alalım. Yok. İstemiyorlar. Okay. Galatasaray ilk maçta ve ikinci maçta karşılaştılar. Bugün
Galatasaray'da farklı olan şey neydi? Beklediği gibi çıkmadı mı? Bugün gerçekten kendileri de iyi oynadı ama Galatasaray tahmin ediyorum ilk maçtan çok çok daha fazla iyi oynadı bugün. Katılıyor mu görüş? Wenn man die beiden Spiele zusammennimmt gegen Galatasaray, das Hinspiel in Istanbul und hier das Spiel heute, haben wir zwei verschiedene Galatasaray-Spiele gesehen. Wie waren Ihre Erwartungen vom Spiel gegen Galatasaray? Hat Sie das auch überrascht, dass Sie heute so stark hier aufgetreten sind? Oder wie war der Gesamteindruck jetzt von Galatasaray heute? Ja, wir wussten um die Qualität von Galatasaray, da brauchen wir gar nicht sprechen. Sie haben individuell eine sehr, sehr große Klasse. Aber ich denke, dass die erste Halbzeit von Galatasaray gut war. Und in der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel klar dominiert. Und wie ich gerade schon gesagt habe, wenn wir alle vier Halbzeiten, glaube ich, zusammennehmen, ja, sind wir sehr, sehr unglücklich ausgeschieden. Tabii ki Galatasaray iyi bir rakip olduğunu biliyoruz. Galatasaray'ın nasıl futbol oynadığını da biliyoruz. İlk yarıda Galatasaray burada maçı kazandı. İkinci yarıda biz dominant olmamıza rağmen oradaki maçla buradaki maçı demin belirttiğim gibi toplarsak haksız yere çıktığımızı düşünüyorum. Nächste Frage ist da hinten. Ja, Herr Keller, Sie hatten ja schon angesprochen, dass die erste Halbzeit nicht so gelungen war. Was haben Sie der Mannschaft mitgegeben für die zweite Halbzeit, dass alles so deutlich viel besser wurde? Galatasaray hat mit Raute gespielt, da hatten wir in der ersten Halbzeit einfach Probleme und ich habe die Spieler schwer erreicht, einfach da während dem Spiel oder in der ersten Halbzeit das schon umzustellen. Die Entfernungen waren dann doch zu groß und in der zweiten Halbzeit haben wir dann an der Tafel taktisch umgestellt und dadurch sind wir dann auch besser in die Zweikämpfe gekommen. Wir sind früher angelaufen, wir sind höher gestanden mit unseren Außenverteidigern und deshalb haben wir mehr Druck auf den Ball bekommen und deshalb war das dann in der zweiten Halbzeit deutlich besser. Türk basından. Türk basından sorular. Frage hier vorne. Ener ve Haber. Bu maçtan önce de Schalke'nin bir derbi maçı vardı ve derbi maçını kazandı. Acaba derbideki bu üstün oynamak Dortmund'a karşı bugün futbolcularda olumsuz bir etki yarattı mı acaba? Sie hatten ja davor ein Derby-Spiel gegen Dortmund und da haben Sie ja sehr viel Kräfte lassen müssen. Meinen Sie, das war einer der oder der Grund überhaupt, dass Sie jetzt in so kurzer Zeit das zweite schwierige Spiel gehabt haben? Nein, überhaupt nicht. Wenn man sieht, wie wir die zweite Halbzeit gespielt haben, dann hat man gesehen, dass wir genug Kraft haben, um das Spiel hier zu entscheiden. Es war vielleicht in den Köpfen drin, das alles, wie gesagt, vielleicht ein bisschen zu locker oder 5% jeder weniger. Und dann wird es schon gegen so eine Mannschaft wahnsinnig schwer. Aber wie gesagt, wenn man gesehen hat, wie wir die zweite Hälfte gespielt haben, dann hat die Mannschaft genug Kraft und genug Potenzial, dieses Spiel zu gewinnen. Und wir haben in der ersten Halbzeit einfach viele Dinge falsch gemacht oder nicht so gemacht, wie wir es uns vorgenommen haben. Ben olayı öyle görmüyorum. Gücümüzün olduğunu hala düşünüyorum. İkinci yarıda maçı seyrettiyseniz çok baskı uyguladık. İlk maçta Dortmund oynanan maçta hiçbir şekilde bu maçla karşılaştırmak da istemiyorum. Gücümüz, kondisyonumuz, her şeyimiz yerindeydi. Fakat maçı bugün ilk yarıda kaybettiğimizi düşünüyorum. Çünkü ilk yarıda umduğumuz futbolu uyguladığımız ya da şimdiye kadar kendimize göre hesapladığımız futbolu oynayamadık. Weber. Herr Keller, neben der verschlafenen Halbzeit der ersten wollte ich Sie nach einem Spieler aber mal sehr direkt fragen. Neustädter, der ja in Schalke geradezu wunderbar begonnen hat und auf einmal in ein Tief reingeraten ist, für meinen Begriff auch weitgehend mitverantwortlich war für das 1:2, diesen Pass, den er da gespielt hat. Wie erklärt man sich so einen permanenten Leistungsabfall, gemessen an dem, was er ja in den ersten Spielen in Schalke, also fulminant geleistet hat? Ja, ich dachte auch, dass Roman jetzt so langsam wieder aus seinem Tief rauskommt. Das weiß er auch selbst, dass er nicht im Moment auf dem Niveau spielt. Er hat eine sehr gute erste Halbzeit gegen Dortmund gespielt und kam auch heute, es war ja aber nicht nur er, kam heute auch nicht so richtig ins Spiel. Und wir reden viel, wir arbeiten sehr, sehr viel und Roman kommt auch schon wieder raus aus der Situation. Nur ich dachte, wie gesagt, nach Dortmund hat er sich jetzt wieder ein bisschen gefestigt, aber heute, ja, er macht das Tor. Ich dachte auch, es gibt ihm eine gewisse Sicherheit dann im Spiel, aber
Ja, dann war der ein oder andere Fehler wieder dabei, aber auch da, ich würde ihm gerne auch mal eine Pause geben, aber es ist in unserer momentanen Situation, personellen Situation unheimlich schwer und deshalb bin ich schon immer froh, dass er zur Verfügung steht und dass er da ist. Aber er weiß es auch selbst, dass er nicht auf dem Niveau spielt, wie er letztes Jahr gespielt hat. Türk basından sorular. Gibt es weitere Fragen? Başka soru sormak isteyen? Nicht der Fall. Vielen Dank. Danke.